Und Kamera läuft. Hallo, ich bin Jonas und einer der Kinderreporter. Wir sind. Jonas und Leon berichten von den Kinderfilmtagen in Stuttgart. Zusammen mit vier Freunden schauen die Sechstklässler hinter die Kulissen des Festivals, interviewen Filmemacher, Besucher und Veranstalter. Seit 16 Jahren gibt es die Kinderfilmtage in Stuttgart nun schon. Zum ersten Mal dabei sind die Nachwuchsreporter. Okay, danke für Ihr Interview. Ich finde es besser, wenn es Kinderreporter sind, weil es sind in der Stuttgart der Kinderfilmtage, dann gibt es die Kinderjury und dann jetzt auch noch die Kinderreporter, weil ich denke, die können sich da alles besser hineinversetzen in diese Filme. Das sind ja Kinderfilme. Auch Johannes Busse stand schon mit 11 Jahren das erste Mal hinter der Kamera. Seitdem hat der Stuttgarter eine Reihe Kurzfilme produziert. Einer davon ist, Entschuldigung, was macht eigentlich Sinn? Was Sinn macht? Das Leben überhaupt macht Sinn. Eine Umfrage in der Stuttgarter Fußgängerzone über Sinn und Unsinn. Mit diesem Film hat der 21-Jährige sogar einen Preis gewonnen, die Goldene Gans. Der Wettbewerb für Nachwuchsfilmemacher findet im Rahmen der Stuttgarter Kinderfilmtage statt. Die Goldene Gans ist ein ganz guter Wettbewerb für Leute, die jetzt noch nicht professionell Filme machen und nicht das Geld und die Ausstellung haben, um professionell Filme zu machen, sondern einfach gern so privat Filme machen oder im schulischen Kontext oder so. Und dann gibt es bei diesem Wettbewerb eben einfach Leute, die einfach gleichgesinnt sind und auch gern Filme machen. Und dann sieht man auch so, was andere gemacht haben und lernt was dazu. Das wollen auch Jonas und seine Freunde. Auch wenn sie in diesem Jahr bestimmt noch keine Goldene Gans mit nach Hause nehmen. Für heute haben die Kinderreporter aber schon mal alles im Kasten. In zwei Teams beginnen sie, die Bilder zu schneiden. Die Zeit ist knapp, denn die fertigen Beiträge sollen so schnell wie möglich auf die Internetseite der Stuttgarter Kinderfilmtage. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, Filme mal zu machen, weil das muss, glaube ich, ziemlich viel Spaß machen, dann an einem bei Dreharbeiten dabei zu sein, auch irgendwie dann sich auch irgendwie in die Geschichte dann hineinzuversetzen und so. Also es muss, glaube ich, ziemlich viel Spaß machen. Jonas will auch im nächsten Jahr wieder als Nachwuchsreporter bei den Kinderfilmtagen dabei sein. Und vielleicht ist der 11-Jährige in ein paar Jahren ja einer der Preisträger bei der Verleihung der Goldenen Gans.